Wir haben hier noch eine taktische Spielform zur Schulung der Spieleröffnung aus der Abwehrkette und zum Überbrücken vom Mittelfeld. Auf der einen Seite, diese Aufgabe hat die Mannschaft Gelb, und auf der anderen Seite von der Mannschaft Blau zu versuchen, im Angriffspressing den Spielaufbau der Abwehrkette zu unterbinden und nach Möglichkeit diese Spielverlagerungen ins Mittelfeld rein zu verhindern. Organisatorisch schaut es so aus, dass wir hier in dem herunteren Feld mit einem 6 gegen 3 beginnen werden. Die Spieler sind positionsbezogen eingeteilt in der Abwehrkette. Drei Angreifer versuchen hier zu unterbinden, dass die Mannschaft 10 Kontakte bekommt. Wenn sie das schaffen, haben sie ihr Ziel erreicht. Wenn die Abwehrkette 10 Ballkontakte in Folge gespielt hat, überbrücken sie hier über eine Mittelzone, wo ein weiterer Spieler steht, plus 2 Verteidiger steht, das Feld auf die andere Seite, wo die gleiche Aufgabenstellung von vorne beginnt. Okay, so, los geht's. Und ihr jagt. Okay, ihr dürft wechseln. Bereitet es aber vor. Trotzdem druckvoll spielen. Ja. Okay, und Blau jagt hier. Und Blau jagt hier. Okay, ihr dürft wechseln. Ein Außenverteidiger darf sie einschalten hier in die Mittelzone. Ja, und versucht aufzudrehen. Jawohl, okay. Okay, gut verteidigt von Blau. Okay, mit meinem Pass hier auf Aufgabenstellung für Blau. Solange sie die 10 Kontakte nicht haben, jagen. Bei euch auch. Wenn sie die 10 Kontakte haben, ab dem 7. Kontakt versuchen, hier Passwege zuzustellen. Okay, und los geht's. So, wir jagen. Okay, und wir beginnen nochmal. Okay. Gut, wir spielen hier nochmal den Ball rein. Bei 7 Kontakten, 7 Kontakte, Vorgabe geändert, darf gespielt werden. Blau versucht doch zu jagen, bis sie die 7 Kontakte haben. Okay, der 7. ist da, Linie blocken. Versuchen jetzt Passwege zu schließen. Und wie gesagt, ihr dürft, beide Außenverteidiger dürfen das Feld verlassen.